Hey ho Leute, hier ist wieder Sokusa mit Forza 6 und wir hatten ja angefangen die Porsche Kampagne zu spielen und sind jetzt beim Event Rennen Nummer 2, Rennen 2 von 2 in Lime Rock. Wir fahren immer noch den alten Porsche, ja, und wir schauen einfach mal, was uns hier und danach erwartet. Ich bin immer noch total flashed und hyped, ich habe ja den McLaren P1 beim letzten Mal gewonnen und ich freue mich immer noch. So, und Highspeed-Rennen geht los, vor mir Slaptrain, Sahatzel, Moses und mal gucken, wer noch alles so dabei ist. Wir werden jetzt mal heizen, bis das Blech brennt. So. Ja, schön durch die Mitte, komm, gar kein wenig Kontakt und einfach durchrutschen hier. Zur Not machen wir einen kleinen Drift. Komm, dran vorbei. Jawohl, nicht berührt, nice. Ah, schön innen reingehen, ja, der hat Platz gemacht. Sehr, sehr geil, komm. Innen rein. Wenn es demnächst wieder klappt mit Videomaterial vom Creep, werdet ihr mit Sicherheit auch nochmal das ein oder andere Gameplay von Drive Club zu sehen bekommen. Fuck! Warum fange ich immer in Kurven an zu reden und Sachen zu erzählen, Leute? bekommt auf jeden Fall ein bisschen Drive Club noch zu sehen. Da wollten wir dann noch was aufnehmen, so. Vielleicht gibt es da auch wieder was Neues oder so. Mal schauen. Ich habe ja auch mal mitbekommen, dass man bei Drive Club jetzt auch mit Motorrädern fahren kann. Vielleicht kann er da ja mal irgendwas machen. Oh, er geht auch auf Reisen vor mir. Platz 1 fährt durch die Wiese. Dann fahren wir mal schnell dran vorbei. Ey, ich bin innen. Junge, mach dich weg. Uhuhuhu. Die Strecke ist gar nicht mal so schlecht hier. Da müsste ich auch mal mit dem anderen Auto nachher mal fahren. Wie gesagt, ich habe Forza 6 eigentlich viel zu wenig gespielt bisher. Ich glaube, das werden wir einfach mal ein bisschen ändern. Das Spiel ist einfach mehr gezockt werden wert, wollte ich gerade sagen. Und es gibt ja auch genug Leute hier auf dem Kanal, die gesagt haben, hey, hauptsächlich wegen Forza bin ich hier. Ich würde zwar eher wünschen, dass ihr sagt, hey, ich bin wegen dir hier, aber natürlich, die Spiele sind ja nun mal das, was man sehen will. Und ja, wenn ihr mehr Forza wollt, dann bekommt ihr mehr Forza. Ich bin immer noch total gespannt, ob jetzt wirklich in der E3-Messe und Gamescom und Co. angekündigt wird, was noch so dieses Jahr alles rauskommt. Viele Sachen sind so in der Schwebe, wo dann gesagt wurde, ja, kommt dieses Jahr, aber vielleicht auch doch nicht. Die ersten veröffentlichten Daten zum Beispiel für hier Wildlands, Ghost Recon, wo ich richtig Bock drauf hätte, ja, das steht schon irgendwie in 2017. Ja. Die meisten haben sich erhofft, oh, das kommt bestimmt noch 2016. Also auf manchen Seiten steht, ja, kannst du vorbestellen, 2017 wird es ja wahrscheinlich auch nur ein Platzhalter sein, aber leider ist das so, dass viele Spiele, die angekündigt werden, entweder nicht kommen, ja, Slap, hab ich geschlagen, die, entweder nicht zeitig kommen, verschoben werden, oder, like Fable Legends, durch die Auflösung von Studios nicht mehr kommen, ja. Ich war eingetragener Tester bei Fable Legends. Ja, kann ich jetzt knicken. Lion Studios ist nicht mehr bei Microsoft. Fable Legends ist eingestellt und ja, dann halt nicht. Ja, das sind halt Dinge, die passieren. Das ist halt alles Marketing. Wenn sich das in der ersten Forschung zeigt, dass sich ein Spiel nicht lohnt, muss man sich halt manchmal von einem Studio trennen. Das ist nun mal leider so. Und gut, ist dann halt ein Spiel weniger. Vorhin tue ich mich halt noch auf Quantum Break, wobei Quantum Break halt das Problem hat, es ist halt wieder ein reines Singleplayer-Game, da werde ich ein bisschen mit warten, das hole ich nicht bei Release. Aber ich warte halt auf so Sachen wie Forza Horizon 3 oder ja, eine Ankündigung, was beim neuen Forza 7 kommt oder was weiß ich, all solche Sachen. Vielleicht kommen auch noch andere coole Rennspiele raus, vielleicht ja auch auf dem PC, irgendwas Neues, Cooles. Höchstwahrscheinlich wird ja mit dem nächsten Forza dann auch möglich sein, Crossplay zu machen. Ja, ganz großes Thema bei Microsoft ist momentan Crossplay. Dass man die Titel, die halt Windows 10 Spiele werden,
auch verbinden kann, ja, dass man ja PC-Spieler endlich mit den Konsolenspielern verbinden kann, ja. Einfach mal schauen, wie die das machen. Ich fände die Idee halt einfach cool, dass man, ja, keine Ahnung, auch mal ein Spiel, ja, durch dieses Cross-Plattform wurde halt angekündigt, dass Spiele, die man sich unter Windows 10 kaufen kann, automatisch in deiner Bibliothek drin stehen, also ihr das Spiel automatisch für die Xbox dann auch besitzt. Und das heißt, wenn ich jetzt mir ein Spiel hole und denke mir normalerweise, ich hole mir das für einen PC, habe ich auch trotzdem die Möglichkeit, später mich im Wohnzimmer zu setzen, an meinem großen Fernseher oder am Beamer oder sonst was und auf der Konsole gechillt mit dem Controller in der Hand im Wohnzimmer zocken kann. Ja? Und das sind so Dinge, da und halt dann noch mit euren Kumpels, die am PC zocken, zusammen. Da habe ich richtig Bock drauf. Einfach mal abwarten, wo das jetzt hingeht. Ich denke, bei den großen Messen, die jetzt kommen werden, werden die auch darüber quatschen. Ja, und dann schauen wir mal. Alter, der zieht die Gänge aber auch, der Alte hier, ne? So, dann sind wir jetzt angekommen und haben dann das zweite Event bestanden. In 1.18. Ich war ganz schön schnell. Obwohl ich mit euch so viel gesabbelt habe. So, angekommen. Gib wieder schön Points. Ja, ich brauche wohl wieder 2-3 Rennen. Für den nächsten Roll. So, Mods freigeschaltet ist mir eigentlich egal, weil mit den Mods da bin ich nicht so Fan. Okay. Gut, den Speedster haben wir abgeschlossen. Das heißt, wir werden jetzt den 55 Spider fahren und wir fahren auf, lass mich gucken, Virginia International Raceway. Okay. Wir schauen mal, was die Karre kann. Ihr nächstes Rennen findet auf dem Virginia International Raceway statt. Ein Höhenunterschied von ca. 21 Metern und reichlich Platz für Überholmanöver laden zu Höchstgeschwindigkeiten ein. Laden zu Höchstgeschwindigkeiten ein. Ja, ich bin mal gespannt, wie schnell der jetzt wirklich ist. Jo, und ich werde dann immer gucken, dass ich bei diesen Events wieder, ihr kennt das ja, ich mache bei den Events 1-2 Rennen. Je nachdem, wie kurz die Strecke ist oder wie schnell ich fahre, wird dann halt das Video, ja, länger oder kürzer. Wie gesagt, 2 Races muss ja immer reichen und das kriegen wir dann schon hin. Wir werden jetzt gucken, was die Karre kann. Cool aussehen tut er ja schon mal. 558 Spider, a special friend of mine, introduced an all-new engine for Porsche, making significant amount of power for a car of its size, and it was a delight to drive. Because they would regularly beat cars above their class. Porsche race cars became known as giant killers, and the success of the 558 established Porsche as a dominant factory race team. Dieser Auspuff war ein Riesenrohr da unten runter. Nice. So, dann heizen wir mal schnell. Oh, jetzt sind aber auch andere dabei, ne? Benz gesehen, Jaguar gesehen. Oh, wieder dabei. Slaptrain, Matzi, Junge. Moses auch dabei. Boah, guck mal, da kommt er angeknallt hier. Why so serious? Der Frank gibt erstmal Vollgas mit seiner Karre. Was ist da los, meine Freunde? Oh Gott. Alter, ihr bremst aber auch alle. Wie die Wahnsinnigen, oder? Ihr hättet mich doch einfach außen vorbeifahren lassen können. Ich fahr doch extra außen. Der rammt mich hier von der Strecke. Was ist denn da kaputt? Ich fahre doch extra außen. Na gut, jetzt fahre ich automatisch in. Schön innen durchziehen hier. Oh, nicht gegen die... So. Oh, schön nach innen. Ja, oh, fuck. Sorry, das war jetzt nicht so geplant. Ja, gutes Überholen stand da. Leute, ihr habt das gesehen. Kein Kontakt, da stand gutes Überholen. Das war auch ein gutes Überholen. Hier sind aber auch echt heftige Kurven drin. Der Sound ist auf jeden Fall schon mal geiler von der Karre und ihr merkt auch schon an den Geschwindigkeiten, es wird wirklich schneller langsam. Natürlich kann man jetzt nicht vergleichen mit so, oh, mit so einem zwei Reifen, mit so einem P1, den wir da gewonnen haben. Wow, sorry.
Die drei Vatare bremsen meiner Meinung nach zu stark vorher ab. So, schon die Curbs mitnehmen, dafür sind sie da. Und jetzt mal richtig auf den Pinsel treten. Alter! Boah, dann eher der Nuss oder was? Die Karre ist auf der Geraden viel schneller als meine. Da muss ich jetzt mal in den Kurven hier ordentlich Zeit rausholen, damit er mich auf der Geraden das nächste Mal nicht erwischt. Wir sind noch in Runde 1 von 2, die Strecke ist auch ein bisschen länger. Aber man hört richtig wieder, wenn es ein bisschen länger geradeaus geht, wie der Motor von ihm hinter mir heult und er mich wieder einholt. Ich habe ja schon mal gesagt, falls wieder einer in den Kommentaren schreibt, ja, du hängst die alle so ab. Mein Problem ist, klar könnte ich das Spiel jetzt schwerer stellen, aber durch YouTube und halt, wenn man so ein Video macht und sich manchmal absolut nicht auf das Rennen konzentriert, macht man voll die Fehler und ich will halt nicht irgendwie hier voll verkacken und irgendwo hier die Rennen nicht schaffen, dann mache ich die halt immer ein bisschen leichter und die sind schon überdurchschnitt, ja, also die sind schon schwerer, glaube ich. Sodass, wenn ich jetzt hier richtig Fahrerfehler mache, sind die auch alle wieder da. Ihr habt ja gerade gesehen, der Typ hat mich, obwohl ich keine Fehler gemacht habe, überholt. Und ich will das halt dann nicht zu schwer haben, weil sonst kann ich euch nachher gar nichts mehr erzählen. Eigentlich möchte ich hier nur spielen und dabei einfach mal irgendwelche Themen ansprechen und sabbeln. Und dann ist das doch gut, wenn ich hier gechillt für euch zocken kann. So, die zweite Runde geht wieder genauso schnell los, sogar schneller, weil wir jetzt nicht drängeln müssen. Ich habe 9 Sekunden schnellere Zeit gerade, Zwischenzeit. Wir gucken mal, ob wir das halten, dass wir schneller werden. Alter, was war das denn jetzt hier? War zu früh. Hier geht es doch erst links ab. Oh Gott. Das ist halt kaum wieder drüber gesprochen, aber ich heiz jetzt einfach durch, ist mir egal. So. So ein Oldtimer mit so großen Reifen, der muss auch mal durch ein Feld flügen können. So, jetzt habe ich hoffentlich genug Abstand zu ihm da hinter mir. Schicke Kiste. So, der Auspuff da hinten, ich finde voll lustig. Steht voll ab. Dass beim Rückwärtsfahren nicht gegen die Wand kommen, so. Bop. 180 hat er aber locker drauf hier. Ich denke mal 190, 200 kommt er wohl auch hin. Kann ich mir gut vorstellen, dass er zur damaligen Zeit mit solchen Autos, wenn man dann da 180 gefahren ist, ganz schön flatternde Knie bekommen hat. Jo, Abflug, Leute! Und wieder auf die Straße. Und Richtung Ziel knallen. Ja Leute, wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, haut immer was schön in die Kommentare rein und ja, eure Meinung ist gefragt. Was haltet ihr davon, dass bei Forza jetzt endlich auch Porsche da ist, also bei Forza 6? Also ich find's geil und ja, ich hoffe euch hat's gefallen, trotz meiner Ausflüge in die Wildnis und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Soulcruiser, ciao und tschüss.